Eine grosse Ehre bei mir ist heute der Peter Spuhler von Stadler Rail und das natürlich im Zusammenhang mit der Eröffnung von der Waldenburger Bahn. Ich habe mir erlaubt, Peter schnell ein bisschen privat für mich zu schnappen. Peter, sag mal schnell, was ist das für eine Herausforderung gewesen? Die haben ja die Bahn quasi müssen wiederbeleben. Ist das ein alltägliches Business bei euch, von einer alten Bahn auf eine neue umrüsten? Nein, das machen wir eigentlich sehr viel. Also wir liefern etwa 500 Lokomotiven und Züge pro Jahr aus allen unseren Werken. Und das ist eigentlich vielfach so, dass eine ältere Flotte erneuert wird. Was natürlich absolut neu ist und einzigartig bis jetzt bei uns, dass man eben die Bahn auch mit CBTC ausgerüstet hat. Das ist ein neues System, wo am Schluss eigentlich dank der Digitalisierung die Bahn könnte auch driverless, also ohne Führer vorne rein fahren. Jetzt haben wir es von der Tradition gehabt, wo die Bahn hat, nochmal vielleicht auf die Umstellung. Kann die Stadler Rail dann einfach so ein Tramli so, der braucht ein anderes Modell. Ich meine, die Spur von einem Meter, die ist gegeben, aber der Rest drumherum. Ja gut, ich glaube, wir sind jetzt so lange, 80 Jahre in dieser Branche tätig. Also wir kriegen eine Spezifikation, das ist eigentlich eine Beschreibung, wie die Fahrzeuge aussehen. Dann natürlich auch den ganzen gesetzlichen Verordnungsrahmen drumherum. Und aus dem heraus generieren wir dann entsprechende Zeichnungen und technische Unterlagen. Und am Schluss bauen wir das. Und das ist eigentlich unser normales Business. Weltweit fast, nicht in allen Kontinenten, aber doch in vielen, sind wir unterwegs. Und das klappt eigentlich sehr gut. Aber eben das Neue ist, dass wir jetzt eigentlich das erste Mal mit unserem System eine Bahn können ausrüsten können, dass wir am Schluss, das wäre dann Stufe 4, wir sind jetzt bei Stufe 1, also ganz am Anfang, können ohne Führer im Führerstand fahren. Das hängt aber scheinbar auch damit zusammen, du hast es noch in deiner Rede betont, die Zusammenarbeit mit der BLT war in dem Moment fast ein bisschen zukunftsgerichtet gewesen, weil die sind völlig vor etwas Neuem gestanden. Ja, also BLT ist einer von unseren Lieblingskunden. Das ist eine sehr unternehmerisch geführte Firma mit dem Andreas Bütiker und dem Freddy Schödler. Und die sind auch immer bereit, eigentlich von der Innovationskraft an die Limiten zu gehen und eben auch die Industrie wie die Stadler Rail zu fordern. Wir sind damals in das Tramli-Business eingestiegen und BLT ist der erste Kunde, der uns die Chance gegeben hat, die eigenen Tramli zu liefern. Und jetzt das zweite Mal, BLT ist wieder bereit gewesen, in Waldenburg, uns die Chance zu geben, dass wir das CBTC-System können, aufladen und mit dem jetzt eigentlich in eine neue Ära, in die Digitalisierungsära reinfahren. Und das ist sehr wichtig für uns, für den Export. Wir sind im Moment dran, den Auftrag, den wir gewonnen haben in Atlanta, 256 Metrozüge, auch auszurüsten mit dem System, wo wir jetzt hier im Waldenburg installieren. Und das ist eben wichtig, dass der Industriestandort die Schweiz auch in der Innovation eben an der Spitze bleibt. Wir haben Nachteile auf der Kostenseite, aber umso innovativer müssen wir sein. Wir müssen Technologieführerschaft können in allen Branchen, wo wir tätig sind in der Schweiz, können erkämpfen. Und dann haben wir auch eine Chance, dass der Werkplatz kann überleben kann. Du hast gesagt, du kommst immer wieder gerne ins Waldenburgtal. Wie muss ich mir das vorstellen? Ganz am Anfang ist da der Peter Spuhler zuallererst einmal von Plänen vereinnahmt worden. Oder hast du dir zuerst einen Blick über das Tal verschafft? Nein, es ist natürlich schon der Kundenkontakt, der jetzt über Jahre stattgefunden hat, zum Andreas und zum Freddy und auch zum damalige VRP, der André Dose, heute Christoph Bühler. Das sind natürlich sehr enge Kontakte. Die kommen und sagen, hey Jungs, jetzt wollen wir mal an die Limite gehen. Was haben die für Technologien in der Pipeline? Und dann hockt man zusammen und fängt an philosophieren. Und irgendwann geht man natürlich dann auch auf die Strecke, auch mit den Spezialisten, schaut, was ist möglich und so weiter. Und der Prozess findet eigentlich immer etwa gleich statt. Bist du so ein aufgestellter Mensch? Hat das mit dem Erfolg zu tun? Ich meine, das ist nicht jetzt einfach nur ein wirtschaftlicher Erfolg. Du tust eine ganze Region in dem Sinn eigentlich für die Schweiz wieder öffnen.
Ja gut, ich glaube, der Öffnungsgedanke von Waldenburg und dass man da jetzt in eine ganz neue Sphäre, in eine neue Ära hineingeht, das ist BLT mit der Waldenburger Bahn. Wir setzen dann das um, was unser Kunde BLT gefordert hat. Und wir sind natürlich stolz, dass wir jetzt das so haben können machen, nicht nur die Fahrzeuge liefern, sondern eben auch in dem heutigen Digitalisierungs Zeitalter eben auch die neuen Systeme können auf Fahrzeug bringen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man den engen Kunden-Lieferanten-Kontakt aufrechterhält, dass man weiss, was der Kunde will, was auch das Bundesamt für Verkehr, wo müssen wir uns durchbewegen. Also, wir sind im Projektgeschäft. Wir bauen nicht irgend oder entwickeln ein Produkt, sondern wir sind im Projektgeschäft. Und dann bauen wir das, was der Kunde will und was der Kunde glücklich macht und natürlich auch Kosten kann einsparen kann. Ist zwar jetzt nicht an mir, aber ich bedanke mich ganz herzlich. Danke. Danke vielmals.